Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute werden wir uns gemeinsam im Video zurecht machen. Heute gibt es ein Get Ready With Me mit neuen Produkten und ja, eine kleine Review zum Beispiel auch. Nochmal von neu. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute werden wir uns gemeinsam fertig machen. Wie ihr seht, habe ich noch nicht viel im Gesicht. Ja, wenn ihr Bock habt auf dieses Get Ready With Me mit ganz neuen Produkten, die bei mir eingezogen sind, deshalb ist es auch eine kleine Review für euch und ja, tollen anderen Produkten, dann bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich gerne einmal hier unten. Das ist für euch kostenlos und tut mich damit ganz lieb unterstützen. Ja, heute werden wir uns gemeinsam fertig machen, meine Lieben. Heute gibt es ein Get Ready With Me mit neuen Produkten, die einziehen durften und gleichzeitig auch ein bisschen Review heute. Ich habe gedacht, ich werde dieses Format mal ab und zu wieder für euch aufnehmen auf meinem Kanal, weil ich habe es schon länger nicht gedreht. Ist auch sehr zeitintensiv, weil wir uns gemeinsam schminken und ich natürlich auch viel schneiden muss. Deshalb hoffe ich, dass das gut bei euch ankommt. Ich habe nämlich auch ja sehr coole Sachen, die ich euch heute zeigen möchte und auch einen richtig, richtig coolen Rabattcode, der gleich direkt kommt. Und natürlich auch die Review zu neuen Catrice Palette. Das haben sich ganz, ganz viele von euch auch gewünscht. Deswegen habe ich gedacht, machen wir das heute gemeinsam, direkt ungeschönt mit der ungeschminkten Wahrheit, wie ihr seht. Ungeschminkt und ungeschönten Wahrheit. Und zwar mit meinem, ja, nackigen Gesicht. Es ist noch nichts auf meinem Gesicht. Ich habe auch noch nicht meine Haut gepflegt. Das machen wir auch gleich gemeinsam. Ja, auf jeden Fall wollte ich dieses Format mal gerne wieder machen. Es ist nämlich auch ein Format, was ich selber sehr gerne gucke, denn dann kann man ja auch mal direkt die Produkte im Gebrauch oder halt an der Anwendung sehen. Das Erste, was ich natürlich immer mache, ist, meine Haut vorher zu pflegen oder auch besser gesagt mit Feuchtigkeit zu versorgen. Auch wenn ich ein Mischhäutchen bin, achte ich da schon drauf, gerade obwohl es jetzt ein bisschen kälter wird, dass meine Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Mein Sonnenschutz habe ich schon drauf, der lasse ich immer ziemlich früh einziehen, damit das danach so ein bisschen von der Tragbarkeit ein bisschen besser ist für meine Haut. Und wie ihr seht, ist auch schon meine Rötung und so, die sind halt immer da. Da kann ich machen, was ich will. Ich benutze wirklich tolle Pflegeprodukte, aber es ist einfach so, dass ich auch keine junge Haut mehr habe. Ich bin jetzt mittlerweile 40 und dementsprechend ist natürlich auch der Alterungsprozess im vollen Gange und ich versuche natürlich auch dagegen ein bisschen zu wirken. Und welche Produkte mir da super helfen, sind aktuell auch die Produkte von Yepoda. Ich habe euch Yepoda vor über 2 Jahren schon mal vorgestellt auf meinem Kanal und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass die im Bereich der Gesichtsreinigung, Gesichtspflege wirklich sehr, sehr coole Produkte haben. Die haben auch ein paar neue Produkte, die ich euch heute auch zeigen möchte. Allerdings mag ich von denen vor allen Dingen die Gesichtsprodukte super, super gerne und aktuell benutze ich an meiner Tagesroutine nach der Reinigung mit dem Schaum total gerne die Tagespflege von Yepoda. Das ist die The Make My Day Cream. Und das Coole ist, Yepoda hat ja aktuell im November auch den Black Month einberufen. Ihr wisst das ja, Black Friday ist ja nur ein Tag eigentlich. Aber viele Firmen erwerben natürlich aktuell auch dann mit super coolen Angeboten. Das heißt, wenn ihr Yepoda noch nicht kennt und kennenlernen möchtet oder ihr benutzt die Produkte schon und braucht einen Nachschub oder ihr wollt damit jemanden beschenken, ist das jetzt genau die richtige Zeit. Denn ihr bekommt jetzt aktuell ab dem 7. November bis zum 30. November, also den ganzen Monat, 43% auf die Produkte, wenn ihr einfach den Code MARY43 benutzt. Das ist kein Affiliate-Code, daran verdiene ich nichts, aber ihr habt dadurch den großen Vorteil, ihr könnt 43% sparen, das ist fast die Hälfte. Das lohnt sich, denn die Produkte sind wirklich erstens nachhaltig, sie sind auf jeden Fall auch tierversuchsfrei, vegan und auf jeden Fall auch sehr, also ich komme damit super lange aus und sehr ergiebig. Ich zeige euch auch, wie viel ich davon benutze. Wir benutzen die Tagespflege jetzt, ich mache davon wirklich ungefähr Erbsen groß mir was auf die Hand. Das ist wirklich nicht viel, was ich benutze, denn das reicht völlig aus. Das gebe ich mir dann einfach großflächig, verteile mir das an den Partien, wo die Creme hin soll, Stirn und natürlich auch ein bisschen unter die Augen. Das kann ich bei der sehr gut vertragen. Manchmal habe ich das bei anderen Produkten schon mal, dass mir dann die Augen tränen, aber bei der Pflege überhaupt nicht. Ich bin jetzt natürlich nach dem Eincreme ein bisschen gerötet, je nachdem, wie viel ihr braucht. Ich bin halt ein Mischhäutchen, deswegen versuche ich wirklich, ich merke das ja, weil die super schnell einzieht, dass ich halt wirklich nicht viel davon brauche. Und meine Haut ist direkt mit Feuchtigkeit versorgt. Wenn ihr etwas trockenere Haut habt, kann es natürlich sein, dass ihr ein bisschen mehr braucht, aber ich komme mit der Erbsengröße super aus. Die riecht richtig angenehm, die Creme. Also auf jeden Fall eine große Empfehlung im Bereich der Tagespflege. Ich benutze auch sehr gerne die Nachtpflege von denen aktuell, aber definitiv eine ganz große Empfehlung ist die The Make My Day Cream. Auf jeden Fall, wenn ihr was bestellen möchtet, ich packe euch auch den Link unten in die Infobox, dann kommt ihr direkt zu denen auf die Seite. Bis zum 30.11. spart ihr, wie gesagt, mit Mary43 ganze 43%.
Also wenn ihr zuschlagen möchtet, dann lohnt sich das aktuell auf jeden Fall sehr. Ich werde euch auch nachher noch ein paar andere Produkte im Bereich Dekorativkosmetik von denen nämlich zeigen. Denn da haben die auch ein bisschen, ja, ein bisschen was Neues da im Sortiment mit richtig coolen Farben. Zeige ich euch auch gleich. Ich würde natürlich erstmal jetzt gerne weitermachen mit der Foundation. Und zwar werde ich heute ein Produkt nehmen, oder besser gesagt zwei Produkte, die ich gerade aufbrauche. Zum einen ist das eine Foundation und Concealer in einem von Milani, denn die ist mir leider ein bisschen zu hell. Deswegen brauche ich die gerade auf. Also im Bereich Foundation ist bei mir nichts Neues eingezogen. Deswegen werde ich da jetzt einfach mal ein paar Produkte, die ich sonst auch immer benutze, mit ins Video nehmen. Und zwar einmal, wie gesagt, die Milani Foundation und Concealer in einem. Und weil die Farbe ein bisschen hell ist, packe ich mir noch ein bisschen von dem NARS. Das ist der Tinted Moisturizer. Also ich komme mit den Konsistenzen. Ich mische ganz gerne schon mal Farben. Und die ist nämlich relativ dunkel. Ich mische das Ganze so ein bisschen und trage mir das dann auf. Und damit wir auch ein bisschen die Haut grundiert haben. Ja, wie gesagt, ich habe die Foundation jetzt aufgetragen, um euch auch die Farbnummern zu sagen. Der NARS Tinted Moisturizer ist in der Farbe Malaga und die Foundation ist in der Farbe 04 Medium Beige. Die Farbe Medium Beige ist eigentlich eine sehr schöne Farbe, aber für meinen Hautton ist sie doch relativ hell. Und deswegen mache ich das mal ganz gerne, dass ich immer so einen kleinen Klecks noch von dem NARS Moisturizer mit rein tue. Dann hat das für mich die richtige Farbe und ihr seht, ich habe jetzt einfach mal die Foundation pur aufgetragen unter dem Auge als Concealer, weil das ist eine Foundation und ein Concealer in einem. Das ist eine sehr gute Deckkraft. Diese Foundation hat eine sehr gute Deckkraft. Und wie ihr seht, braucht man dann keinen separaten Concealer. Ich werde mir das Ganze auch jetzt auch nochmal setten. Auf jeden Fall eine coole Drogerie-Foundation. Wie gesagt, die Farbe ist nur ein bisschen hell für mich, wenn ich die jetzt so pur auftrage. Aber gemischt mit einem etwas dunkleren Ton passt die sich meiner Haut ganz gut an. Ihr seht das ja auch, ne? Also hat es jetzt kein Glow oder so, die ist schon ziemlich matt, muss ich dazu direkt sagen. Wir haben ja auch kein Primer aufgetragen, sondern nur die Puder-Tagespflege und ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das schon mal so ganz gut. Dann würde ich gerne das Ganze einmal setten und das habe ich auch, also es ist sehr drogerielastig, das Video heute, das werdet ihr auch gleich sehen. Da werden wir auf jeden Fall von Essence, mein Lieblings-Setting-Powder, außerdem von Laura Mercier, was ich auch sehr gerne mag, das ist aber für mich das aus der Drogerie mit einer der besten, das ist das All About Matte Fixing Compact Powder. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen, das ist mir auch schon total auseinandergeflattert, hat schon hit the pen. Das mag ich ganz gerne und ich hätte im Gegensatz zu anderen immer ganz gerne mit einem Schwamm und ja, einem ganz trockenen Schwamm. Gehe damit immer ganz gerne so ein bisschen genau an den am Concealer und drücke mir das Puder so ein bisschen rein. Die meisten legen es ja eher auf den Concealer, aber bei mir ist das wirklich so, dass ich damit ja, wie ihr seht, besser hätte. Das ist, ne, muss jeder für seinen, sag ich jetzt einfach mal, Hautton, Hauttypen gucken. Und ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann werden wir natürlich jetzt auch bronzen und auch gleich, ja, Rouge auftragen. Ihr werdet auch gleich sehen, was ich als Rouge benutze heute. Das ist nämlich ein ziemlich cooles Produkt. Und zwar werden wir als Bronzer nehmen fürs Gesicht. Das ist auch ein All-Time-Favorite von mir. Das ist ein relativ altes Produkt. Ist auch schon total verhunzt, wie ihr seht. Und zwar der City Bronzer in der Farbe Deep Cool 300 von Maybelline. Den mag ich wirklich ganz gerne. Ja, vor allem jetzt, wenn ich nicht mehr ganz so braun bin wie im Sommer. Ja, ich weiß, dass ich immer noch einen guten Hautton habe, aber es ist für mich so meine Winterblässe, kann man sagen. Den ganzen, also den Bronzer, den werde ich mir aber, wie gesagt, auch wieder nur im Bereich der Stirn und im Bereich der Schläfe und auch ein bisschen entlang der, ja, quasi Cheekbones auftragen. Ja, zum Konturieren, meine Lieben, nehme ich ein Produkt von Sleek. Das bekommt ihr bei Müller und das ist wirklich mit Abstand mein liebstes Konturpuder. Ihr könnt das ganz gut erkennen. Die Farbe passt einfach super zu meinem Hautton. Ich habe auch viele andere Produkte, die ich mal ausprobiert habe. Ich habe auch ein paar etwas hochwertigere Bronzer zum Konturieren. Aber wenn ihr mich nach dem besten aus der Drogerie fragt, für mich jetzt ist es definitiv der von Sleek, wie ihr seht. Das ist ein richtig schöner Bronzer. Der gefällt mir richtig gut. Der hat für mich den perfekten kühlen Unterton. Das ist allerdings kein reiner Bronzer, sondern das ist ein Kit. So sieht einmal die Farbe aus. Da habe ich auch schon Hit the Pen erreicht. Ich brauche dringend ein Backup davon. Das ist auch schon der zweite, den ich damit leer mache. Und zwar ist das Face Contour Kit in der Farbe Medium 885. Das ist ein Press Powder und Highlighter. Den Highlighter benutze ich überhaupt nicht. Der gefällt mir auch nicht. Aber der Bronzer ist richtig toll. Ja, perfekt für mich. Der ist nämlich richtig schön kühl und nicht zu warm. Das mag ich ganz gerne beim Bronzer. Und ja, deshalb haben wir jetzt auch schon mein Gesicht fertig gebronzt. Machen wir dann weiter mit
dem ja coolsten Part, der jetzt kommt, natürlich Highlighter und auch Blush. Was Blush angeht, werden wir heute was richtig Cooles benutzen, denn Yipoda hatte vor einiger Zeit richtig coole neue Produkte rausgebracht im Bereich Dekorativkosmetik. Das nennt sich nämlich The Multibalm. Der Multibalm ist ein kleiner Stift. Ich zeige ihn euch mal. Gibt es in ganz vielen coolen Farbnuancen. Das sind einmal die Blushes und es gibt auch einen Highlighter. Das ist einmal der in der Farbe Champagne Shower. Den zeige ich euch auch gleich. Den werden wir auch ein bisschen ausprobieren. Ja, auf jeden Fall haben die eine sehr, sehr coole Farbreihe und ja, ich habe alle 4 zum Testen da mal zugeschickt bekommen und ich habe gedacht, ja, der ein oder andere Ton wird wahrscheinlich zu hell für mich sein, aber nein, ich kann alle 4 gut tragen. Das ist wirklich sehr cool, denn das Beste bei dem Multibalm ist, so wie der Name es schon verspricht, ist multifunktional. Ihr bekommt quasi so einen kleinen Stift, den zeige ich euch jetzt auch einmal. Den bekommt ihr einmal als Refill zugeschickt, ja, wenn ihr den bestellt und dann könnt ihr den in diese quasi aufladbaren Sticks reinstellen. Ich habe da jetzt den Highlighter drin. Da könnt ihr das Ganze einfach reinstecken. Zeige ich euch mal. Ich hoffe, ich kriege es jetzt hin, das euch direkt zeigen zu können. Ihr könnt die damit so aufstecken und wenn ihr die aufgesteckt habt, dann habt ihr den halt immer mit dabei. Und das Coole ist, ihr könnt dann halt immer umstecken, welchen ihr jetzt gerade haben wollt. Ich habe jetzt, wie gesagt, den Highlighter drin, aber wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid oder ihr fahrt irgendwie in Urlaub oder so, dann könnt ihr natürlich den Blush, den ihr mitnehmen möchtet, damit reintun. Das Coole ist, wie gesagt, dass es nicht nur ein Blush ist, sondern ihr könnt ihn für Augen, Lippen und auch Wangen benutzen. Das werden wir jetzt gemeinsam auch machen. Da gibt es richtig coole Farben, wie gesagt. Ich werde da jetzt den dunkelsten Ton für die Wangen probieren. Ihr könnt natürlich, je nachdem, was für ein Hautton ihr seid, natürlich auch einen helleren Ton nehmen. Ich muss mal jetzt eben selber gucken. Genau, das ist nämlich einmal eine meiner Lieblingsfarben. Das ist nämlich die Farbe Berry Beautiful und ist natürlich perfekt für den Herbst und den Winter. Das Ganze werde ich mir jetzt ein bisschen auf die Wangen aufgeben und dann könnt ihr das entweder mit dem Finger oder mit dem Schwamm oder aber auch mit dem Pinsel dann so verteilen. Das werden wir jetzt entlang quasi unserer Wangenknochen einmal machen. Und ihr könnt ganz gut sehen, wie gut die pigmentiert sind. Das ist jetzt, wie gesagt, die Farbe Berry. Und das ist ein richtig schöner, ich würde sagen, dunklerer Beerenton. Das könnt ihr jetzt natürlich auch mit einem Pinsel so ein bisschen einarbeiten. Und gibt einen richtig schönen, frischen Hautton. Oh ja, es war schon fast zu viel, wie ihr seht. Also ein richtig schöner Ton. Ja, ich habe den Blush jetzt richtig schön eingearbeitet und ihr seht, der hat auch so ein bisschen Glow mit drin. In dem Fall gefällt mir das, weil ihr seht, dass das meine Unterlagerung jetzt nicht hervorhebt. Ich habe das ganz häufig so, dass mich das sonst so ein bisschen dass das noch die Partien ein bisschen mehr verstärkt. Aber in dem Fall mit den Sticks, den Multibalms, ist das wirklich richtig cool. Wie gesagt, den könnt ihr auch für die Lippen und auch für die Augen nutzen. Für die Lippen machen wir den nachher auch drauf, aber ich würde gerne mit den Augen erstmal gleich weitermachen. Ich habe euch auch mal einmal alle Farben hier geswatcht. Das ist einmal die Farbe Perfect Peach, das ist Sassy Sunset, das ist Rose All Day, das ist die Farbe Berry Beautiful, die wir auch als Blush aufgetragen haben. Ich habe ein bisschen übertrieben, aber ich mag das ja gerne mit dem Blush, das wisst ihr ja. Auf jeden Fall könnt ihr auch auf die Multibalms 43% sparen, wenn ihr da die mal ausprobieren möchtet, dann kann ich euch das wirklich sehr empfehlen. Dann würde ich gerne weitermachen und zwar mit Highlighter. Wir könnten jetzt natürlich den Champagne Shower von Yipoda auch benutzen, allerdings möchte ich gerne ein anderes neues Produkt als Highlighter benutzen, denn den Stick, den Multibalm, habe ich mir gedacht, werden wir so ein bisschen gleich für unter die Augen auch benutzen. Das kann man nämlich auch sehr gut zum Highlighten. Ihr wisst das, das mag ich ganz gerne. Das können wir eigentlich auch mal direkt machen, damit ihr das mal seht. Ist nämlich auch eine richtig schöne Farbe, ein richtig schöner, ich würde sagen, so mit so einem Nasseffekt, so ein richtig schöner Goldton. Könnt ihr halt auch für alles andere im Gesicht natürlich benutzen. Könnt ihr zum Highlighten nehmen oder für in den Inner Corner. Ich finde das ganz cool, so unter der Augenbrauenbogen, um das Ganze so ein bisschen, ihr wisst das ja, so ein bisschen zu highlighten. Mag ich das mal ganz gerne und dafür ist der wirklich für mich perfekt, der Ton. Das ist ein richtig schöner, ich würde sagen, gold angehauchter Ton, aber der ist sehr, ihr seht das, ein richtig schöner, schimmriger Ton. Sehr, sehr schön aufbaubar und auf jeden Fall auch ein cooles Produkt. Dann würde ich gerne, wie gesagt, mit Highlighter weitermachen und viele werden natürlich darauf gehofft haben, dass ich den heute zeige. Den neuen Limited Edition Pearl Glaze Highlighter Face Glaze in der Farbe 1001 Winter Wonder Pearls. Und natürlich ist es der neue von Catrice. Dieser cool gemachte mit diesen Perlen mit drin. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Produkt. Natürlich zeige ich euch da auch ein Swatch vorher. Und zwar, ihr seht, das ist einmal der von Yipoda. Der ist relativ goldstichig. Das ist auch ein sehr schöner Ton. Der ist ein bisschen eisiger. Ihr seht, die Perlen, die da drin sind so Silber, Gold und so ein bisschen Roségold.
erinnert natürlich extrem an den von Huda Beauty, den Quarz, diesen Quarz, Rosquarz Highlighter. Deswegen wollte ich den sehr gerne mal ausprobieren. Ist natürlich eine schmierige Angelegenheit. Ihr geht da wirklich so rein und ja, müsst ihn so ein bisschen swirlen, damit ihr von allen Farbnuancen was bekommt. Hier sieht der auch sehr eisig aus, wie ihr seht. Und wenn ihr den auftragt, ist der wie so ein Creme-Highlighter. Also an sich eine coole Farbe, aber ihr seht, das könnte sein, dass das mir viel zu hell sein wird. Dann nehmen wir vielleicht doch noch den von Yipoda darüber. Ich werde das Ganze jetzt, glaube ich, auch mit einem Pinsel mal versuchen. Ihr könnt es auch mit dem Finger ansonsten machen. Vielleicht probieren wir es erstmal mit dem Finger. Wie gesagt, ich gehe einmal ordentlich da rein und schaue mal, ob wir das Ganze hier aufs Gesicht bringen, dass man den so ein bisschen sehen kann. Ja, aber die Farbe ist schon echt cool. Ist ein bisschen kühl für mich. Wenn ihr ein hellere Hautton seid, wird der wahrscheinlich sehr gut bei euch funktionieren. Ja, ihr seht, das ist ein bisschen kühl für mich. Aber ansonsten eigentlich ein ganz cooler Ton und der macht so einen richtigen Nasseffekt. Ist eine echt interessante Geschichte gewesen. Ich glaube, der hat 5,95 € gekostet. Genau, das Ganze machen wir dann auch einmal hier. Ihr könnt es mit einem Schwamm machen, ihr könnt es mit einem Pinsel machen. Ich mache es jetzt mit den Fingern, weil ich finde, dann kann man das mit der Haut so ein bisschen besser verschmelzen lassen. Ja, ist für mich schon echt ein bisschen kühl. Aber ansonsten, ja, kann man das auf jeden Fall machen. Wenn ihr heller seid als ich, wird der bestimmt bei euch gut funktionieren. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen mit dem von Yipoda da drüber, weil es ist mir echt ein bisschen zu kühl. Weil der ist ein bisschen wärmer, der passt ein bisschen besser zu meinem Hautton. Gebt mir den einfach noch so ein bisschen darüber, um das Ganze so ein bisschen passender zu machen. Ich würde mal sagen, ich habe ein bisschen Glow auf dem Gesicht. Ja, also definitiv ist der relativ kühl für meinen Hautton. Da hat der von Yipoda auf jeden Fall einen schöneren Effekt. Ich habe jetzt natürlich das über dem anderen geschichtet, aber ansonsten muss ich sagen, ist das schon mit diesem Creme-Highlighter eine interessante Geschichte. Und nicht nur, dass der halt wirklich so interessant als Produkt ist, es ist auch einfach ein Schmuckstück. Ich habe von der LE nur den Highlighter mitgenommen, nichts anderes. Die Palette, die fand ich ganz süß, der Blush sah cool aus, aber die Lidschattenfarben waren nicht so meins, deswegen habe ich die da gelassen, weil ich wollte unbedingt eine andere Lidschattenpalette haben. Und die liebe Nadja, vielleicht siehst du auch mein Video heute, hatte mich ganz arg angefixt mit einer Limited Edition, die quasi jetzt für die Weihnachtszeit von Catrice kommen sollte. Und als ich dann gesehen habe, dass die im Handel war und sie die auch noch in ihrer Story auf Instagram gezeigt hat, war es um mich gestehen und ich musste ganz schnell fahren und mir die natürlich auch kaufen. Und zwar handelt es sich um die neue Sparks of Joy LE von Catrice. Ich glaube, das wird die Weihnachts-Limited Edition sein, die daherkommt. Ich habe euch auf Instagram auch ein Reel hochgeladen, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da seht ihr die komplette Kollektion. Mein Instagram-Name ist für euch unten in der Infobox verlinkt. Einfach draufklicken, dann kommt die zu dem Post auch. Und zwar kommt die daher nicht nur mit der Palette, sondern außerdem mit zwei Blush-Sticks und auch mit zwei Lippenstiftsorten und drei Nagellacksorten. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei euch in der Drogerie beim Rossmann auf jeden Fall. Da ist sie jetzt fast überall, glaube ich, verfügbar. Ist vom Preis her mit 12,95 € noch vertretbar für die Drogerie, finde ich. Denn die Palette sieht auch einfach wunderschön aus. Und der Inhalt ist noch viel schöner. Und zwar ist das dann einmal die Palette von innen, meine Lieben. Viele wollten auch gerne dazu eine Review heute haben. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir dieses Video heute auch. Ja, das ist dann einmal die Palette. Sie ist relativ warm, aber hat natürlich auch mit diesem Grün eine sehr coole, kühle Nuance mit drin. Ich werde das mal versuchen, euch zu swatchen. Ich werde euch jetzt vor allen Dingen die, ich würde mal sagen, die Schimmertöne. Und es ist auch ein Duochrom auf jeden Fall drin. Ich würde sagen, dieser hier ist ein Duochrom. Ich werde mal von oben anfangen. Ich hoffe, ich kann euch die Swatches jetzt gut zeigen. Das erste ist so ein ganz helles Rosa, das werde ich euch jetzt nicht swatchen, sondern ab dem Schimmerton dahinter. Das zweite ist so ein kupferiger Ton, dann haben wir einen richtig schönen matten Ton. Das werde ich euch jetzt mal versuchen zu zeigen. Vielleicht zeige ich euch auch alle Töne, aber damit ihr so ein bisschen den Einblick habt, wie die Farben so gemacht sind. Und die fühlen sich richtig, richtig gut an. Ich hatte auch beim Rossmann geswatcht, wie die Farben so sich verhalten. Also ich muss sagen, die machen einen sehr, sehr guten ersten Eindruck. Aber ich habe schon so viele Farben auch geswatcht und auf dem Auge war es anders. Von dem her, also was jetzt interessant ist, ist, dass dieser Ton ganz golden rauskommt. Das ist einmal der da unten. Sehr interessant. Dann haben wir diesen grünen Petrolton, den werde ich natürlich auch swatchen. Finde ich nämlich auch ziemlich interessant, die Farbe. Ja, das ist ein sehr schönes Grün. Dann haben wir daneben diesen Goldton. Ich werde mal alles versuchen auf den Arm zu bringen und bin gleich wieder zurück. Ja, also das sind dann einmal, Vorsicht, genau, die Swatches. Die könnt ihr, glaube ich, ganz gut erkennen. Sie ist relativ warm, die Palette, so wie ich es schon euch auch gesagt habe. Da sind sehr viele rötliche Töne mit drin, aber auch der Braunton hier hinten ist sehr schön.
Der absolute Knaller ist definitiv das Petrolgrün und auch der Ton hier hinten, wie ihr seht, den hier meine ich. Das ist dieses Duochrom, was ich euch hier auch gezeigt hatte. Der wirkt so relativ grün, aber wenn ihr den so im Shift seht, sieht der auch braun aus. So ein bisschen wie dieses, wie diese MAC-Farbe. Also definitiv sehr, sehr coole Farben. Pigmentierung fühlt sich jetzt schon mal richtig gut an. Wir werden jetzt natürlich uns anfangen und schminken. Und ich habe mir gedacht, wir hauen jetzt mal richtig drauf und machen das mit dem Grün. Weil ich denke, die warmen Töne, das ist was, was man schon mal gesehen hat. Aber dieses Grün ist so ein cooler Farbton. Ich werde allerdings ein bisschen auch schattieren vorher. Ich habe jetzt zum Highlighten schon den Yepoda Stick drauf, den Multiblam in der Farbe Champagne Shower. Werde jetzt mir so eine kleine Lidfalte quasi noch zusätzlich schminken und dafür nehmen wir mal einfach diesen Braunton, der hier mit drin ist. Das ist dieser hier. Der wirkt zwar relativ warm, aber ich denke, wir können den ganz gut für die Crease nehmen, quasi für die Schattierung. Und gebe mir den dann so einfach ganz vorsichtig einmal auf. Ich habe jetzt kein Primer drunter gemacht, sondern einfach nur vorhin mit der Foundation, die ich benutzt habe, bin ich so ein bisschen drüber gegangen. Also ich muss sagen, die Farbe gefällt mir richtig gut. Die ist richtig schön. Das ist ein schönes Braun. Nicht zu warm, geht so ein bisschen schon ins Rötliche, aber ich finde, das ist noch völlig in Ordnung. Den kann man auf jeden Fall gut für die Crease nehmen. Ich hätte mir gerne so einen neutraleren Ton noch in der Palette gewünscht, aber an sich passt das schon ganz gut auch mit den anderen warmen Farben zusammen. Deswegen machen wir weiter und gehen jetzt in diesen schönen grünen Petrolton. Der ist auch komplett matt, genau wie der andere braune Ton. Und den werde ich mir dann einfach mal jetzt hier hinten mit reingeben. Genau, eben macht das ganz zart, weil der hat auf jeden Fall Fallout und ich möchte jetzt nicht zu viel krümeln auf dem Auge, damit ich jetzt den Look nicht versaue. Gebe mir das gleich auch nochmal nach vorne. Wir werden wieder so ein bisschen Holo-Eye schminken. Das ist eine ganz einfache Schminkart, finde ich, und hat einen sehr schönen Effekt. Hier vorne noch mit aufgeben. Ja, es ist auf jeden Fall ein schöner Ton, kann man sagen. Ich habe jetzt keinen Primer drunter genommen, deswegen musste ich so ein bisschen schauen, dass er nicht fleckig wird. Aber an sich ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gut pigmentierte Farbe, wie ihr seht. Ja, ist jetzt echt schon ziemlich dunkler Ton, aber ja, ich finde es eigentlich ganz cool. So für Smoky Eyes, ein Heiligabend oder so, kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Gefällt mir definitiv richtig gut, die Farbe. Und natürlich werde ich jetzt den grünen Braunton hier vorne nehmen. Da gehe ich auch mit dem Finger einfach rein. So könnt ihr die, glaube ich, besser sehen, die Palette. Und gebe mir das dann einfach auf die Augenmitte. Die Farbe passt nämlich perfekt zu diesem Grün. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Farbe. Also definitiv meine Lieblingsfarbe aus der Palette. Was halt schade ist, dass da keine Farbbezeichnungen sind. Nee, hinten drauf auch nicht, oder? Ist da was drauf? Muss man eben gucken. May contain? Nee, leider nicht. Das ist schade. Man kann nämlich die Farben besser ein bisschen bezeichnen, aber nicht schlimm. Das Ganze gebe ich mir, wie gesagt, jetzt auf die Augenmitte und zu nochmal in den Grünton reingehen, um das Ganze miteinander zu verbinden. Einmal hier vorne und natürlich auch einmal nach hier hinten, damit wir so einen schönen Übergang zu dem Ganzen schaffen. Ja, und da ich das Auge jetzt nicht viel dunkler schminken möchte, also ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber die Farben sind echt schön. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen was von den anderen Farben nämlich ausprobieren. Und zwar habe ich mir gedacht, nehmen wir jetzt für den unteren Wimpernkranz doch einfach mal dann diesen Ton hier. Das ist einmal auch ähnlich wie der. Die ähneln sich schon relativ, wobei der ein bisschen heller ist. Der geht aber auch so ein bisschen ins Rötliche. Und den geben wir dann mal einfach entlang des unteren Wimpernkranzes. Man könnte natürlich jetzt auch gut das Grün nochmal aufgreifen. Aber dann wird es wirklich ein sehr dunkler Look. Und ich habe mir gedacht, um euch auch noch ein bisschen von den anderen Farben zeigen zu können, machen wir das mal nur einfach mit der Farbe. Ja, das funktioniert ganz gut. Ist ein bisschen rötlicher als das Braun, was wir zum Schattieren der Lidfalte genommen haben. Aber an sich auch ein richtig schöner. Ja, also auf jeden Fall ist das auch eine sehr schöne Farbe. Wir werden natürlich jetzt auch ein bisschen highlighten in den Inner Corner. Und dafür nehmen wir dann diesen, der sieht so weiß aus, aber er ist eigentlich nicht weiß. Das ist ein goldener Ton. Und den geben wir dann einfach in den Augeninnenwinkel. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Palette ist wirklich schon perfekt für Weihnachten mit dem Gold und diesem Rot und diesem Grün. Es ist wirklich eine sehr, sehr süße Palette und ja, auf jeden Fall eine sehr gelungene, kann ich jetzt schon sagen, Weihnachts-Lidschattenpalette von Catrice. Und ich bin, muss ich ja auch noch dazu sagen, kein sehr großer Catrice-Lidschatten-Fan. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die von Essence ein bisschen lieber mag, die Lidschatten, aber diese Palette kann auf jeden Fall was und auch der Ton ist richtig schön.
ein richtig schöner, ja, güldener Ton. Ja, gefällt mir auf jeden Fall gut. Sieht natürlich jetzt nicht richtig fertig aus. Warum nicht? Weil ich habe keine Lashes drauf, meine Augenbrauen sind noch nicht geschminkt und natürlich auch das zweite Auge nicht. Das mache ich jetzt nämlich. Zeige ich euch direkt, das mache ich jetzt auf Kamera. Und zwar habe ich euch ja letztens gezeigt, dass ich mir ein neues Augenbrauen-Kit wieder nachgekauft habe von, ja, Revolution. Und zwar ist das Dark Brown, dieses Brow Sculpt Kit. Das werde ich einmal jetzt nutzen für meine Augenbrauen. Das mache ich aber, wie gesagt, ohne die Kamera, damit das nicht zu lange hier geht, das Video. Und für die Wimpern werde ich mal ausprobieren. Die habe ich letztens mitgenommen. Das ist eine Limited Edition, glaube ich, auch. Oder eine aktuelle Edition von Revile Loves Me. Und zwar Dare to Scare the Eyelashes in Ramp. Das wird auf jeden Fall gleich ein sehr dramatisches Augen-Make-up, wie man sehen wird. Aber wollte ich ganz gerne mal ausprobieren. Ich denke, es passt ganz gut zu diesen Smoky Eyes. Das mache ich dann einmal hinter der Kamera und bin dann gleich zurück mit dem fertigen Augen-Make-up. Ja, meine Lieben, ich bin zurück mit dem fertigen Augen-Make-up. Wie ihr seht, macht natürlich Wimpern und Augenbrauen ganz schön viel aus. Es ist ziemlich dunkel geworden, ich würde sagen smoky geworden, aber ich mag das. Gerade jetzt für die kältere Jahreszeit, wenn ihr auf Feierlichkeiten seid, Weihnachtsfeiern, Geburtstagen, ist das schon ganz gut. Man kann natürlich auch viele andere Looks mit dieser Palette schminken, aber die Farbe ist absolut mein Favorit und die beiden in Kombination richtig, richtig schön. Eine richtig schöne, elegante Farbe auf jeden Fall auch. Natürlich kann man ja auch in diesen etwas helleren Farben bleiben. Der Ton, den ich zum Beispiel, dieser hier, den ich ja für den unteren Wimpernkranz genommen habe, man kann das nicht richtig sehen hier, auch so ganz leichte goldene Reflexe mit drin. Also eine sehr schöne Palette, die Pens finde ich toll, die Pigmentierung war super, ganz leicht zum Verblenden, definitiv eine sehr gute Qualität und für 12,50 Euro finde ich auch super, dass sie so einen großen Spiegel hat und auch das Packaging, muss ich sagen, ist echt gut gemacht für die Drogerie, fühlt sich sehr wertig auch in der Hand an, eine wunderschöne Weihnachts-Lidschattenpalette, meine Lieben, die mir echt gut gefällt und auch in Kombination mit dem Rest, mit dem Multibalm von Yepoda, dem Highlighter von Catrice, dem Ganzen, gefällt mir der Look an sich ganz gut und auch die Wimpern, sind natürlich ein bisschen krass, aber hier könnt ihr es, glaube ich, ganz gut im Seitenprofil sehen. Die sind schon relativ stark, das sind die, wie gesagt, die nennen sich Vamp. Aber ich muss sagen, die haben sich sehr gut auftragen lassen. Da ist auch ein kleiner Wimpernkleber bei. Ich habe die nur hinten und vorne ein Stück gekürzt. Und an sich gefällt mir das ganz gut. Und wenn ihr euch wundert, was ich hier habe, das ist so eine kleine Kerbe, die ich irgendwie habe, die sich da gerade gebildet hat. Liegt nicht irgendwie am Lidschatten oder so, nur damit ihr da Bescheid wisst. Ja, also Lashes, muss ich sagen, wie gesagt, fühlen sich auch sehr angenehm an. Sind natürlich sehr krass, aber ich finde, zu diesem Augen-Make-up passt es auch ganz gut. Dann haben wir auch soweit eigentlich alles fertig. Sind fast ready, wie gesagt. Was noch fehlt, sind die Lippen und da habe ich mir gedacht, nehmen wir auch direkt wieder einen von diesen tollen Multibalms und da einfach den gleichen, den wir auch schon auf den Wangen haben, der mir echt gut gefällt. Der hat, wie ihr seht, so einen richtig schönen glowy Look gemacht, so ein schön, ja, gesundes quasi Blush-Ergebnis gemacht und das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Wie gesagt, ich finde alle Farben toll, aber das ist so mein Favorit, Berry Beautiful, und den geben wir uns jetzt auf die Lippen quasi als Lippenstift. Eine wunderschöne Farbe. Passt auch ganz gut, finde ich. Zu den Augen. Es ist nicht zu viel. Es ist super cremig auf den Lippen. Die fühlen sich wirklich toll an, diese Multibalms. Also kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr die mal ausprobieren möchtet, schaut da sehr gerne. Und also die Farbe ist definitiv auch passend mit dem Blush und dem Augen-Make-up. Gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut. Das ist ja quasi mein fertiger Look für heute. Wir haben einiges ausprobiert, einiges Neues heute. Und ich hoffe, dass euch das Make-up-Look gefallen hat. Mich würde natürlich interessieren, was ihr zu dem Ganzen sagt. Ob ihr was von den Produkten, die ich euch heute gezeigt habe, auch schon was für euch geshoppt habt, und wenn ihr, wie gesagt, Interesse haben solltet an den Yepoda Produkten Mary 43, damit spart ihr bis zum 30.11. ja ganze 43%. Über den Link unter der Infobox kommt ihr direkt zu Yepoda, meine Lieben. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Get Ready gefallen hat. Freue mich, wenn wir uns gemeinsam gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!